also das Wurzelberechnungsprogramm aus dem FÜWE-Handbuch. Kapitel 231, Wurzelberechnung. Das ist jetzt schon geladen in den Speicher. Es ist so, man startet es einmal, dann hält er wieder an und dann tippt man binär die Zahl ein, deren Wurzel er berechnen soll. Der Zahlenbereich ist sehr begrenzt, es geht nur von 1 bis 63, also eine Papiertabelle würde es da auch tun. Aber wir machen jetzt mal 55. Ich starte ihn einmal halt. So, jetzt steht er auf dem ersten Halt und jetzt kann ich die 55 eintasten. Und 55 ist hexadezimal 3,7. Also 3,7. Okay, geh so. mit dem Taster mal so ein bisschen rein zum Starten. So, okay. Wenn ich jetzt starte, dann macht er ein Display pro Opcode, den er ausführt, also nicht die Mikroschritte, sondern nur die endgültigen Opcodes, ein Display pro Opcode. Und das Ganze im Sekundentakt. Da Wurzeln eine Weile dauert, also ich schätze mal, da wird so ein, zwei Minuten jetzt Lichtersymbole zeigen. Okay. Und go. Sehr gut. Auf den Boden rumtrampeln. Guter Kontrast. Ein bisschen abgeblendet. Multipliziert ja auch ab und zu. Bei Wurzeln braucht man alles, was man hat. So, fertig. So, da steht er jetzt. So. Hat er 1D, genau. Fertig. Fertig, so. Na, erklär mal. Das Ergebnis ist jetzt im Akkumulator. Er hat jetzt 81 Takte, also 81 Sekunden gebraucht. Die Wurzel von 55 steht jetzt im Akkumulator. Das ist ein bisschen trickreich, denn es ist mit Nachkommastellen, und zwar mit binären Nachkommastellen. Zwei binäre Nachkommastellen. Das heißt, das Komma, Binärkomma ist hier zu sehen und man sieht schon, der ganzzahlige Teil ist 7. Die Wurzel aus 55 ist ein bisschen mehr als die Wurzel aus 49, was ja 7 ist. Also ich habe es mal nachgerechnet, das ist 7,4. Und die Nachkommastellen sind jetzt 0,1. Da muss man gar nicht groß rechnen. Das kann vier Werte annehmen, diese zwei Ziffern, 0,0, 0,1, 1,0 und 1,1. Und das entspricht einfach nur verschiedenen Vierteln. 0,0 ist kein Viertel dazu, 0,1 ist ein Viertel, 1,0 wäre zwei Viertel, 1,1 wäre noch drei Viertel dazu. Also jetzt haben wir 0,1, ein Viertel, das würde jetzt 0,25 zu interpretieren sein. Er hat also gesagt, 7,25 ist die Wurzel aus 55. Tatsächlich ist es, wie ich gesagt habe, 7,4 und irgendwas, aber er rundet ab. Also im Rahmen der Fähigkeiten ist das richtig gerechnet. Okay.